Eltern sind ja naturgemäß besorgt. Sie wollen wissen, wo ihre Kinder sind und was sie so treiben, damit ihnen nichts Schlimmes widerfährt. Das scheint normal. Allerdings verwandeln sich dabei manche Mütter und Väter in die berüchtigten Helikoptereltern. Wobei das... Husch, husch. Da sind wieder Eltern über dem Spielplatz, wir werden sprühen müssen. Wobei das auch schon wieder von gestern ist. Die Eltern 2.0 sind sozusagen Spy-Parents. Morgens 7:30 im Münchner Osten. Wie jeden Tag Verkehrschaos vor einer Grundschule. Am liebsten würden die Eltern ihre Kinder bis ins Klasszimmer fahren. Damit auch ja nichts passiert. Mein Kind geht gar nicht alleine in die Schule. Ich will da lieber immer selber sehen, dass sie durch diese Tür geht. Diesen Eltern kann geholfen werden mit Überwachungs-Apps. Ja, immer mehr Eltern benutzen das. Rund um die Uhrkontrolle, dank Echtzeit-Tracking und Bewegungshinweisen. Das Handy wird zur Wanze für Mama und Papa am PC. Ich nütze das schon zum Beispiel bei den älteren Kindern. Also wenn ich weiß nicht genau, wo die sind und so weiter, kann ich sie rausfinden. Mit Handys und so Sachen, ja. Vernünftig oder gruselig? Familie Kubik aus Bad Fallenbach. Sohn Marius und Vater Manfred probieren für uns eine beliebte Kontroll-App aus Amerika. Wir wollen wissen, wie fühlt sich Überwachen und überwacht werden an? Die App kann sogar Facebook, Twitter und sämtliche private SMS mitlesen. Wir probieren die Ortungsfunktion aus. Sobald er weiter 100 Meter aus dem Haus ist, gibt's kriege ich praktisch eine Nachricht. Und das ist der blaue Kreis, oder? Mhm. Das ist schon komisch, weil ja, man möchte seine Privatsphäre auch haben. Ich glaube, da überlegt man sich schon, wo man immer hingeht. Ab jetzt wird Marius digital beschattet. Seinem Vater sagt er, dass er einen Freund 500 Meter weiter besucht. Ob das auch stimmt? Immer mehr Helikoptereltern kreisen über ihren Kindern. Sind 1970 noch 91% der Kinder alleine zur Schule gegangen, waren es 30 Jahre später nur noch 17%. Der Bewegungsradius von Kindern hat seit den 70ern um fast 90% abgenommen. Alleine auf den Spielplatz? Das war gestern. Aus Stuttgart kommt die deutsche Tracking-App Cinegram, entwickelt von Eltern. Schon 25.000 Mal runtergeladen. Ein Gratis-Konkurrent hat sogar 200.000 Nutzer in Deutschland. Man sieht auch immer mehr, dass der Wunsch auch da ist, die ganzen Familienmitglieder auch zu orten. Die Tendenz steigt da auch. Und ich glaube, dass immer mehr so ein bisschen Kontrolle, denn man hat es gerne kontrollierter, dass das Ganze. Ältere Kinder könnten sich gegen die Überwachung wehren. Dazu müssten sie allerdings ihre Eltern verklagen. Bei Cinegram muss das Kind jeder Ortungsanfrage zustimmen. Aber was, wenn es das nicht tut? Dann wird es auch nicht geortet, sozusagen. Genau. Aber dann wissen ja die Eltern, mein Kind möchte das nicht, vielleicht besteht da mal Redebedarf. Redebedarf also. In Bad Fallenbach hat Marius seinen Kumpel nur abgeholt und ist dann mit uns 3 Kilometer weit weggefahren. Genau, also bei der App, da sagen deine Eltern immer, wo du genau bist. Jetzt steht drauf, dass er das Haus verlassen hat. Beim Kistl. Die Wirtschaft bei uns in der Nähe. Falsch. Dort war Marius vor 10 Minuten. Schlechtes Netz, zeitverzögertes Tracking. Wir wollen dem Vater helfen und drücken den Notfallknopf. Jetzt. Wo bist du gerade? Marius had pressed the panic button on the Mama Bear App. Location 14, Spielstraße, Bad Fallenbach. Spielstraße 14 ist ganz woanders. Also das ist in eine ganz andere Richtung. Der Deutsche Kinderschutzbund sieht die Entwicklung solcher Ortungs-Apps äußerst kritisch. Nicht nur schränken sie die Privatsphäre der Kinder in überzogenem Maße ein, die Eltern würden mit der Rundum-Überwachung auch völlig falsche Signale senden. Wenn ein Kind sich nur darauf verlässt, ich hab ja eine App, wo ich immer und überall gefunden und gerettet werde, dann wird das Kind erstens die Umwelt permanent als unglaublich gefährlich und feindlich interpretieren und zweitens sich immer darauf verlassen, dass irgendwie immer zu jeder Zeit schon irgendjemand auftauchen wird, der es rettet. Eine Stunde später kommt Marius nach Hause. Für Familie Kubik ist klar, Überwachung fühlt sich nicht gut an. Auf einmal ist der Familienfrieden von Technik abhängig.
Ja, weil ich mir gedacht habe, wenn wirklich Eltern wirklich das installieren, weil sie Angst um ihre Kinder haben und das funktioniert dann schlechter wie überhaupt nicht praktisch, dann bringt es gar nichts. Die werden ja bloß nur panisch oder sonstiges und haben dann die Probleme, dass sie sogar noch in die falsche Richtung laufen. Dann bringt es ja eher das Kind in Schwierigkeiten, weil ja der Papa meint dann, er ist da und das stimmt gar nicht. Da muss es ja erstmal beweisen können, dass du da nicht bist. Und das führt dann wieder zu Streit. Also finde ich das auch nicht gut. Marius hat seine Freiheit wieder. Von dieser schönen alten Welt kann er vielleicht mal seinen rundum überwachten Enkeln erzählen.